weg von der ganz großen Fußballbühne rein in den Regionalliga-Alltag. Nach der kämpferischen und leidenschaftlichen Leistung am Samstagnachmittag gegen den BVB muss der SV Wilhelmshaven exakt eine Woche später bei der Reserve vom FC St. Pauli antreten. Farah Toku, Trainer des SV Wilhelmshaven. Am Samstag noch Pokalkracher gegen Borussia Dortmund, jetzt gegen den FC St. Pauli. Wie schwer ist die Umstellung für so ein Spiel, speziell jetzt im Training? Ja, ich denke einfach, dass wir in jedem Spiel so reingehen müssen wie Borussia Dortmund, dass wir jede Woche eigentlich Borussia Dortmund zu Gast haben oder auch auswärts spielen. Von der Einstellung her muss es halt jede Woche so sein. Aber die Jungs wissen, worauf es ankommt. Und die wissen auch, dass es jetzt erst die Saison losgeht. Von daher denke ich, dass die Umstellung nicht schwer sein wird. St. Pauli hat das erste Saisonspiel 4-0 verloren gegen Wolfsburg. Wilhelmshaven hat eine beachtliche Leistung gegen Dortmund gezeigt. Kann man sagen, dass Wilhelmshaven eine kleine Favoritenrolle einnimmt für das Spiel? Ja, aber ich denke, das Spiel wird ein ganz anderes Spiel werden, weil St. Pauli nicht Dortmund ist und wir auch nicht andersrum. Aber das muss man halt abwarten. Wolfsburg hat eine super gute Mannschaft, eine richtig starke Mannschaft. Da muss man erstmal abwarten. Die ersten Spiele sind noch nicht ausschlagekräftig, aber wir fahren auf jeden Fall mit breiter Brust hin. Und wir wollen das Optimum rausholen, dann werden wir mal schauen, was wir da holen. Wie erwartest du denn St. Pauli? Ich denke einfach mal, dass man sich erstmal abtastet am Anfang, dass man noch nicht so richtig weiß, wo die Reise hingehen wird. Aber mich interessiert St. Pauli nicht allzu viel. Ich werde auf meine Jungs gucken und gucken, dass die Jungs funktionieren. Und dann werden wir mal schauen. Kann man denn davon ausgehen, dass die Elf auf dem Platz stehen wird, die auch gegen Dortmund 70 Minuten lang die Null gehalten hat? Ja, das wird ein anderes Spiel. Wir werden natürlich auch gucken, wo St. Pauli ihre Schwächen hat. Und wir werden so dann die taktische Ausrichtung aufstellen, dass wir St. Pauli auf jeden Fall knacken werden. Wie sich die junge Mannschaft zum Saisonauftakt präsentieren wird, können Sie entweder live im Stadion Hohe Luft oder auch bei uns im Live-Ticker mitverfolgen.